Leute, 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 wie oft muss man noch das dumme Argument hören, den Klimawandel kann man nicht aufhalten. Den Klimawandel hat es ja schon immer gegeben. Dieser natürliche Klimawandel ist aber nicht das Problem, sondern die Zeit, in der diese Umbrüche geschehen. Normalerweise folgen die Klimaänderungen der Erde den sogenannten Milankovitch-Zyklen, 30 überlagende Zyklen der Ausrichtung der Erde zur Sonne mit einer Frequenz von 25.800, 100.000 und 405.000 Jahren. Je nachdem, wie sich diese Werte überlagen, ändert sich auch das Klima. Diese Änderungen dauern aber normalerweise tausende bis zehntausende Jahre, sodass sich die meisten der Pflanzen und Tiere den veränderten Bedingungen durch die natürliche Evolution anpassen können. Wir sind aber dabei gerade im Begriff, das Klima der Erde innerhalb von 40 bis 50 Jahren so extrem zu verändern, dass sich nichts in dieser kurzen Zeit anpassen kann. Evolution benötigt viele Generationen, nicht nur eine. In unserer Verzweiflung versuchen wir jetzt hitze- und trockenheitstolerante, aber regionsfremde Pflanzen und Tiere bei uns anzusiedeln, was aber wieder andere unvorhergesehene ökologische Probleme mit sich bringt. Das wissen wir aus der Vergangenheit, haben aber nichts dazugelernt. Wir dürfen nicht länger an den Auswirkungen herumfuschen, denn das kommt uns teurer als die Ursachen zu beseitigen. Und dabei gilt es jetzt schnell zu handeln, ungeachtet der Kosten und Umbrüche. Jetzt ist die Zeit, den Klimakollaps wenigstens abzuschwächen, denn die Zeit des Abwartens und Hoffens auf die Wunderenergiequelle ist abgelaufen. Bizarre.